Willkommen zurück zu Donkey Kong Country Tropical Freeze. Im letzten Part haben wir den Boss von Welt 1 erledigt und die ersten zwei Level von Welt 2 abgeschlossen. Ich habe jetzt immer mal geschaut, aber es scheint so, als wenn das wahrscheinlich das K-Level ist und dass es in Welt 2.2 keinen Secret Exit gibt. Deswegen würde ich sagen, machen wir gleich weiter mit Welt 2.3 Laubeshymnen. Und das bestätigt so ein bisschen den Eindruck, dass ich hier, dass wir hier wahrscheinlich ein eher gebirgsmäßig angehauchtes Welt-Theme vorfinden werden. So, und ich glaube, hier wird Dixie Kong vor allem sehr, sehr wichtig sein. Ja, oder man kann hier sogar noch auswählen. Ich werde mich aber erstmal für Dixie Kong entscheiden, weil ich glaube, das wird ganz interessant. Okay, man kann auf den Viechern drauf springen, aber ich mach's mal nicht. So. Bisher läuft es noch ziemlich gut. Wofür brauchen wir den Jungen? Für irgendetwas, ne? Nee. Erstmal ist hier ein Puzzleteil. Hier gibt es nur 5. Habe ich das richtig gesehen? Tatsächlich nur 5 Puzzleteile. Na dann. Wollen wir noch mal gucken. Den hier brauchen wir wahrscheinlich erstmal nicht. Aber immer ganz vorsichtig nachschauen. Weil hinter jedem von diesen Baumstämmen kann sich immer mal wieder was befinden. Und hier war dann leider nichts. Ein Herz. Das hätte ich gebraucht. So. Na, wir haben hier noch das O. Oh Mann, ey. So, zack. Dann machen wir es eben anders. Ah, da muss man irgendwie hoch. Warte mal. Ich versuche es mal. So, auf die Tour. Und es gibt kein Puzzleteil dafür, schade. Das wäre jetzt zumindest verständlich gewesen. Und da haben wir gleich einen Bonusraum. Yes! Let's go! Erster Bonusraum in diesem Part. Mit Dixie ist er auch nicht wirklich schwer. Alter. Wäre ich da jetzt abgekratzt, ne? Das wäre der unnötigste Fail bisher gewesen. Im Bonusräumen. So. Okay.
Wollte gerade sagen, wie komme ich jetzt wieder hier hoch, aber das ist doch nicht das Problem. Safe muss man hier irgendwie die Bananen einsammeln. Ja, aber es gibt kein Puzzleteil dafür. Hä? Wir haben jetzt 3 von 5. Wobei, das könnte gut passen. Ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Okay, ist hier irgendwie was? Nee. Okay, gut zu wissen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich trotzdem irgendwie was verpasst habe. Warte mal, lass mal gucken. Aber es sieht nicht danach aus. Na schön. Kontrollieren wir das Ganze hier mal weiter. So. Aber hier haben wir das N. Was auch quasi auf dem Weg liegt. Also die Buchstaben sind nicht sonderlich schwer platziert. Also freut mich natürlich irgendwie auch, aber ich finde es irgendwie komisch. So, das ist ja meistens mal ein Anzeichen auf ein Puzzleteil, was es aber diesmal nicht ist. Oh Mann. Hier vielleicht? Oh, 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 oh. Das könnte was werden. Na? Nein, ey. Auch so eine Münze nur. Oh, 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 da ist es, da ist es. Zack. Puzzlestück Nummer 4. Okay. KONG haben wir vervollständigt. Perfekt, aber es fehlt noch ein Puzzleteil. Und da ist das Ziel. Ah, genau, jetzt kommt nochmal dieser Endbereich. Oh, scheiße. Ja, toll, das Puzzle. Puzzleteil sage ich jetzt schon. Das kommt jetzt ein bisschen spät. Hier ist das Puzzleteil, das letzte. Das war jetzt eher Zufall, als dass es irgendwie gewollt war. Aber umso besser, denn dann haben wir hier schon mal ziemlich viel aus dem Level bekommen. Also, ich glaube, wir haben sogar alles. Warte. Muss man sich gleich hier dranhangeln, genau. Und dann einmal rein da in das DK-Fass. Tatsächlich, alles gleich im First Try, das lief doch mal sehr, sehr gut. Und ich glaube sogar, dass das nächste Level auch richtig cool wird, denn ich meine mich daran zu erinnern, dass es ein Minecraft Level 2 ist. Genau, es ist Welt 2.4, so eine Schreinerei. Aber ich finde, es ist eine der besten Minecraft Level überhaupt. Und es liegt eher an der Kreativität des Levels. Und deswegen freue ich mich einfach drauf, das Level jetzt zu spielen. Okay. Hier kannst du gleich rein. Und hier haben wir schon das erste Puzzleteil. Auch hier gibt es nur 5. Gut zu wissen. Aber ich bin mal gespannt, was hier so noch passiert. Weil es ist schon eine halbe Ewigkeit her, dass ich dieses Level gespielt habe. Damals noch in der Wii U-Version. Und das war mal wieder absolut dumm, wie man mich kennt. So, hier ist das O. Also noch läuft's sehr gut. Und wir steigen um auf das Holzstück.
Oh Gott. Da musste ich jetzt volles Risiko gehen. Und da drin ist ein Puzzleteil. Gut zu wissen. Oh Scheiße, nein! Ich hab. Ach Mann, ich hab gesehen, dass da irgendwas war. Ah, ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Aber okay, dann muss ich gleich mal gucken, wie ich da dran komme. Auf jeden Fall sah das sehr verdächtig nach einem Bonusraum aus. Und bin ich gleich mal sehr gespannt. Ich muss hier den Gegentreffer hinnehmen. Warum nimmt er den scheiß Input nicht an? Ich habe B gedrückt. Ich habe verdammt nochmal B gedrückt, aber er hat den Control nicht angenommen. Na schön. Besser macht's die Lage natürlich nicht. Ah, dann heißt es wahrscheinlich, dass Donkey Kong. Nein! Scheiße! Ein bisschen braucht. Jetzt kann ich gleich nochmal versuchen. Ob ich nochmal an den Bonusraum drankomme. Und auch den habe ich nicht. Ja, schön. Dann bringe ich mich mal kurz vorm Checkpoint um, weil es brauche ich dann einfach nicht. Na dann. Auf ein neues. Oh Gott, das war knapper als mir lieb ist. Tatsächlich, man kann es auch ohne Gegentreffer schaffen. Gut zu wissen. Sogar sehr gut zu wissen. Und das... Dieses Scheißteil. Es, ich weiß nicht, wie soll man das denn machen? Wie geht das? Das ist für mich noch ein ungelöstes Rätsel, aber versuchen kann man es ja zum Glück immer wieder, wenn man genug Leben hat. So. Jetzt nochmal, nein, scheiße. Okay, wisst ihr was, ich schneide es euch einfach ein, wenn der perfekte Versuch da ist, weil es dauert mir jetzt hier ein bisschen, mir persönlich dauert es ein bisschen zu lange. Okay, ich brauche das nicht mal schneiden, oder denke schon, dass ich schneiden werde, aber halt, werde ich mal gucken, wie ich das mache. Auf jeden Fall haben wir hier einen neuen Bonusraum. Das freut mich aber. Was mich weniger freut, ist, wie die Bananen angeordnet sind und ich sehe, dass ich nochmal ganz schnell da hoch muss. Zack, okay. Auch das Puzzlestück haben wir jetzt endlich. Und wir können jetzt rein in den letzten Teil dieses Levels. Und der war sehr, sehr crazy, soweit ich das noch weiß. Mit diesem Kreisding. Ja, 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 ja. Jetzt verfolgt uns das Ding nämlich. Und dabei fliegen so Holzstücke einfach mal so hier lang. Und da war das Puzzlestück. Deswegen kann ich mich gleich eigentlich mal killen gehen.
Das ist absolut crazy. Okay. Zumindest haben wir jetzt den Teil davor gespeichert. Aber das hier ist auch kein Zuckerschlecken. Oh Mann, Hilfe. Meine Fresse, ey. Was ist denn das auch für eine Scheiße da? Wer hat denn das ges... Alter. Das ist ja Hilfe. Da musst du sehr, sehr schnell reagieren anscheinend. Und ich bin mir gerade noch nicht sicher, ob ich auf dieses Holzstück draufspringen soll oder nicht. Weil ich glaube, es ist sogar besser, wenn ich nicht da drauf springe und dann... Genau, und jetzt direkt da drauf. Nee, auch nicht. Hä? Okay. Ich verstehe gerade absolut gar nichts. Und das ist überhaupt nicht gut, wenn ich schon in Welt 2 bei so einem Loren-Level keinen Plan habe, wie ich das Puzzlestück erreichen soll, weil... Naja. Okay, versuchen wir es noch einmal. Du kannst so schnell gar nicht reagieren, wie das. Ich weiß gar nicht. Na schön, dann lassen wir es erstmal. Dann reicht das Puzzlestück halt nach. Oh, was? Bitte was? Da musst du ja Frame Perfect springen. Hilfe. Okay, dann reicht es doch nicht, ne? Ah, Mann. Okay, ja. Wenn du nicht springen willst, ist alles okay. Ja, Sehe ich ganz genauso. Finde ich auch. Jetzt habe ich's. Jetzt, 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 jetzt. Okay, sehr wichtig. Sehr wichtig, dass wir das jetzt hier haben. Okay, und KONG. Oh. Das ist jetzt nicht passiert, oder? Bitte was? Ich wusste, dass da noch ein Secret Exit ist. Ach komm. Mann, es lief zu gut. Leider. Aber na schön, damit müssen wir jetzt leben. So, das Puzzleteil haben wir dafür aber zumindest schon mal. Was ein sehr großer Vorteil ist. Oh. Komm schon und zack. Okay. Das Puzzleteil ein weiteres Mal. Oh, das war ziemlich ärgerlich. Aber wir haben den Secret Exit. Let's go. Perfekt. Dann bin ich am Überlegen, ob ich das wirklich rausschneide oder nicht, weil... So schlecht lief es gar nicht. Und durch diesen Secret Exit schalten wir noch ein weiteres Level frei. Aber zuerst möchte ich noch zum Abschluss des Parts den richtigen Exit zeigen. Okay, Leute. Ich nehme euch nochmal mit zum letzten Teil des Levels, weil dafür ist das Level einfach zu nice und zu kreativ. Okay, jetzt läuft es tatsächlich auch, jetzt wo wir das Puzzleteil auch schon haben und alles. Und da kickt die Dummheit auch wieder rein. Ach du Scheiße, was war das? Nee. Das war mal wieder die Dummheit in Person. In dem Fall in meiner Person. Oh Gott. Aber der Abschnitt ist halt auch sehr, sehr speziell.
Was ihn aber gleichzeitig halt auch so gut macht. Dass du halt im allerletzten Moment immer noch auf die nächste Schiene springen musst und dann nicht sterben solltest. Ja. Das war tatsächlich anders geplant. Jetzt nicht, dass ich nochmal hier so ein Fail-Festival aufzeige. Aber okay, Fails sind ja immer was Schönes. Also für den Konsumenten, also in dem Fall für euch. Für mich nicht. Und für mein Nervenkostüm erst recht nicht. Aber was soll ich da schon machen, wenn ich selber dafür verantwortlich bin? Und jetzt aber. Das war doch sehr schön. Zack. Jo. Okay. Dann haben wir das auch nochmal hinter uns. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Lasst ein Like da und ein Abo, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Auch nicht von diesem wunderbaren Projekt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier in Donkey Kong Country Tropical Freeze.